Ein Hospiz ist ein lebensbejahender Ort und wer dort zu Gast ist, der ist tatsächlich Gast und nicht Patient. Das jedenfalls ist die Haltung von vielen und auch von Sabrina Fricke-Piel, meiner heutigen Gesprächspartnerin. Sie arbeitet in einem Hospiz und wir sprechen über einige Themen, die mit Hospiz, mit Sterben, mit auch der Begleitung von Sterbenden zu tun haben. In den ersten Minuten des Gesprächs geht es noch nicht um Hospizarbeit, sondern um ein Thema, zu dem Sabrina ein Buch veröffentlicht hat, Endometriose und das Leben damit. Sie spricht aus ihrer eigenen Erfahrung, hat wie viele andere die Diagnose viel später bekommen, als es eigentlich möglich gewesen wäre. Wie immer vorab der Disclaimer, denkt daran, alles was wir hier sagen, sind natürlich nach bestem Wissen und Gewissen unsere Ideen, Gedanken, Erfahrungen, Impulse, Tipps. Aber nichts davon kann persönliche Betreuung durch Ärztinnen und Ärzte, Therapeutinnen und Therapeuten ersetzen. Was auch immer ihr aus dieser Folge macht, wir können selbstverständlich keine Haftung dafür übernehmen. Jetzt aber genug der Vorrede und ab in die Folge. Ich Stark, dein Ratgeber-Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch, los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich Stark. Heute mit der Sozialpädagogin und freien Journalistin Sabrina Fricke-Piel. Sabrina, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich auch, hier zu sein. Ja, ich bin schon ganz gespannt auf unser Gespräch, wo es vor allen Dingen mal auch um psychologische und psychosoziale Aspekte rund um Krankheit und Sterben gehen soll. Wichtige Themen. Und du kennst dich aus, dazu kommen wir gleich. Sag mir aber erstmal, wir kennen uns von der Frankfurter Buchmesse. Da haben wir uns kennengelernt auf dem Autoren- und Autorinnen-Treffen des Humboldt-Verlags, weil du was für ein Buch geschrieben hast? Genau, wir haben uns im September war das, glaube ich, auf der Frankfurter Buchmesse letztes Jahr getroffen, am Humboldt-Stand. Und ich war da mit meinem Buch Leichter Leben mit Endometriose. Genau, ganz neu erschienen letztes Jahr. Wollen wir gleich auch kurz drüber sprechen. Und du hast dich aber nicht nur von dieser Seite mit Krankheiten beschäftigt. Also Endometriose ist ja jetzt nichts Todbringendes in der Regel, sondern einfach kann sehr beeinträchtigend sein in manchen Fällen. Mhm. Sondern du hast auch Erfahrung, und zwar schon längere Erfahrung, aus der Arbeit im Hospiz. Genau, das ist richtig. Einerseits bin ich selber betroffen als Endometriose Geplagte und beruflich beschäftige ich mich eben auch mit schwerst Erkrankten und bin im Hospiz im Sozialdienst tätig. Sag uns vielleicht, weil ich finde es immer wichtig, gerade bei so Erkrankungen, die oft lange nicht diagnostiziert werden oder so übersehen werden, dass man die einfach immer wieder mal erwähnt, damit sich das Wissen verbreitet, auch wenn das nicht das Kernthema heute ist. Aber was ist Endometriose? Was verbirgt sich dahinter? Ja, das ist tatsächlich eine Erkrankung, wo man immer noch häufig hört, so Endo was, wenn man dieses Wort ausspricht. Es findet zwar mittlerweile wirklich viel Aufklärung statt, aber es ist tatsächlich noch eine Erkrankung, die irgendwie nicht ganz so geläufig ist. Es handelt sich dabei um Gewebe, was sich außerhalb der Gebärmutter ansiedelt und somit ja Organe in ihrer Funktion beeinträchtigen kann. Es ist kein Gebärmuttergewebe als solches, aber es ist der Gebärmutter recht ähnlich, wobei es dann dazu kommt, dass zyklisch bedingt diese Herde, die dann an den Organen irgendwo sitzen, dann auch mit dem Menstruationszyklus aktiv sind. Und das bringt den Körper ziemlich durcheinander und macht einfach Stress im Körper. Also zum Beispiel so etwas Ähnliches wie Gebärmutterschleimhaut, das dann irgendwie am Darm sitzt außen oder sowas, ja? In diese Richtung ist das. Genau, das wuchert da dann eben vor sich hin und man kann sich ja vorstellen, so ein Darm, wenn der dann da irgendwie so eine Schleimhaut oder irgendwie so ein Gewebe sitzen hat, was da nicht hingehört, dass der dann schon auch in seiner Funktion beeinträchtigt wird. Und man hat sogar auch schon dieses Gewebe im Gehirn gefunden. Das kommt zwar sehr selten vor, aber da kann man mal sehen, ne, wo sich das überall ansiedeln kann.
und dann dementsprechend ja auch für ziemliche Verwirrung im Körper sorgt. Ne? Und du hast schon gesagt, die Krankheit als solches ist nicht irgendwie ja todbringend oder so. Also mir ist jetzt kein Fall bekannt, wo jemand an Endometriose als solches gestorben ist. Aber die Lebensqualität leidet doch deutlich darunter. Mhm. Also die betroffenen Frauen, die haben wirklich die unterschiedlichsten Symptomatiken und leiden da sehr stark drunter. Insbesondere, wenn die Diagnose noch nicht gestellt ist. Also wenn das Kind noch keinen Namen hat und die eigentlich nicht wissen, was ist eigentlich mit mir los. Okay, was sind das, also was sind das für Symptome, was sind das für Punkte, an denen man denken könnte, okay, vielleicht lasse ich das mal überprüfen, ob ich Endometriose habe? Also hellhörig sollte man werden, wenn man über wiederkehrende Schmerzen klagt. Also wirklich, wenn vor, während und nach der Menstruation die Schmerzen so stark sind, dass man zum Beispiel nicht arbeitsfähig ist. Und viele Frauenärzte sagen heute dann tatsächlich noch, naja, das ist normal, ne? Da muss Frau durch, das ist eben so. Und nein, das ist eben nicht so. Also solche starken Schmerzen sind einfach nicht normal. Es gibt viele Frauen, die haben so starke Schmerzen, dass sie regelmäßig wirklich in Ohnmacht fallen. Wow. Und das ist tatsächlich nicht so gedacht von der Natur, ja. Das Gemeine bei der Endometriose ist allerdings auch, dass sich viele Symptome so unbemerkt irgendwie in ganz andere Dinge so mit einreihen. Zum Beispiel sind manche Symptome so die dem Reizdarm sehr ähnlich. Okay, und dann wird es verwechselt. Genau. Und dann könnte man ne, davon ausgehen, so, ach ja, ich habe es immer mit dem Magen zu tun und habe so einen Reizdarm und so, ne? Aber dahinter kann dann tatsächlich auch eine Endometriose stecken, die dann sich eben am Darm angesiedelt hat. Ne? Oder zum Beispiel, wenn so ein Herd an der Niere sitzt, kann das einen regelmäßigen Nierenstau verursachen. Ne? Und das sind viele Dinge, woran man vielleicht erst gar nicht an Endometriose denkt und ganz anders forscht, in eine ganz andere Richtung. Und dann irgendwann stellt sich dann manchmal mitunter nach Jahren heraus, ja, das ist es eigentlich, ne? Das ist das Problem des Pudelskern irgendwie. Mhm, Ja, und genau deswegen finde ich es gut, da einmal darauf hinzuweisen, wenn jemand merkt, es könnte in diese Richtung was sein, also die Erkrankung kann nur Frauen betreffen, ja, dann dem ruhig einmal nachgehen, bevor man jahrelang im Dunkeln tappt. Ja. Da muss ich jetzt kurz widersprechen. Es gibt tatsächlich Fälle, wo Männer erkrankt sind. Ach, tatsächlich, das wusste ich nicht, ja. Genau, ich gehe in meinem Buch da jetzt auch nicht nur am Rande drauf ein, weil ich kann natürlich nur aus Sicht der Frau sprechen, aber es gibt tatsächlich sehr wenige Fälle, aber es gibt sie, wo auch Männer daran erkranken. Okay, ja, danke für die Aufklärung. Also, das ist das eine Thema, die Endometriose, mit der hast du dich schon relativ lange wahrscheinlich beschäftigt, oder? Weil du selbst Betroffene bist? Genau, zwangsweise habe ich mich damit sehr lange und intensiv beschäftigt, viele Jahre, ohne dass ich es überhaupt wusste, dass ich Endometriose habe. Das erkläre ich auch in meinem Buch, was ich alles für Wege gegangen bin und an mir irgendwie selbst rumgedoktert habe oder welche Möglichkeiten ich da gesucht habe, um mir Linderung auf den unterschiedlichen Ebenen zu verschaffen. Und dann mit 32 habe ich dann endlich die Diagnose gestellt bekommen. Und ja, dann war der Weg ja nicht zu Ende mit der Diagnosestellung. Es ging dann ja noch weiter. Aber es war so ein Aufatmen. Ne? Also das war schon so, dass ich dann wusste, okay, da ist tatsächlich etwas. Das bilde ich mir nicht nur ein, weil solange die Diagnose nicht gestellt ist, ist das schon auch sehr, sehr an einem Nagen. Ne? Also das berichten auch ganz viele Frauen, mit denen ich gesprochen habe, dass die ganz stark unter Selbstzweifeln leiden. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ne? Also dieses, ja, das ist bestimmt psychosomatisch, ne? Stell dich nicht so an oder stell ich mich jetzt an oder so. Ne? Und dann endlich zu erfahren, okay, das Ding hat einen Namen. Ja? Da ist wirklich was und es gibt Möglichkeiten, das anzugehen.
Genau. Und dann wird man irgendwie auch noch mal anders handlungsfähig. Also so ist es mir gegangen. Vorher war das immer so ein, so auf Level halten. Ich habe irgendwie immer versucht, so meinen Körper durch, ja, teilweise auch echt Selbstaskese irgendwie so auf ein Level oder auf ein Niveau zu halten, dass ich auch einfach am Leben so wie andere teilnehmen kann. Und als ich dann wusste, okay, ich habe echt eine Erkrankung, ne, dann konnte ich da auch ganz anders mit umgehen und konnte durch diese Annahme auch ganz, ganz anders meinen Lebensalltag gestalten. Und das heißt jetzt nicht, dass ich dann meinen Lebensalltag an dieser Krankheit ausgerichtet habe, aber mir fiel diese Annahme irgendwie dann wesentlich leichter, das zu akzeptieren, ne, und auch einfach zu sagen, ja, bei mir sind manche Dinge einfach anders. Und das ist häufig ja auch so, wenn wir in den Widerstand gehen, ja, dann haben wir gar keinen Gestaltungsfreiraum, weil wir so mit der Abwehr beschäftigt sind. Und sobald wir dann einfach auch sagen, ja, es ist so, ich kann es nicht ändern, aber ich kann ja selbstwirksam auch einfach schauen, was trotzdem geht, ne? Und wichtig dabei finde ich immer auch zu sehen, ich habe die Krankheit, aber ich bin nicht diese Krankheit, weil das ist tatsächlich so ein Thema, da tappt man leicht hinein, wenn man auch viel mit so einer Schmerzsymptomatik zu tun hat, ja, und wenn das so stark im eigenen Leben sichtbar ist für einen selbst, ne, dass man eben nicht so leistungsfähig ist wie andere. Und dann passiert es häufig, dass man sich so sehr stark mit dieser Krankheit identifiziert. Also solche Phasen gab es tatsächlich bei mir auch. Und in Gesprächen mit anderen Betroffenen habe ich das auch häufig so gehört. Und da ist es immer wichtig zu sagen, wirklich, ja, ich habe diese Krankheit, aber ich bin nicht diese Krankheit. Ich bin noch so viel mehr. Ja? Mhm. Du hast vorhin von dem Widerstand gesprochen, da ist mir so diese Formel eingefallen, ich glaube, die kommt aus dem Buddhismus. Leid ist gleich Schmerz mal Widerstand. Ja, also wenn ich zusätzlich quasi zu dem, was ich irgendwie durchmache, wenn ich noch dann die ganze Zeit in den Widerstand gehe und mich ganz stark dagegen wehre und das nicht annehmen möchte, dann kann gerade das dazu führen, dass ich viel mehr eigentlich leide. Denn es hat auch so was Enges, ne? Widerstand, das hat so was Zusammenhaltendes und ja, wo ich so ganz viel Kraft brauche, um da so standzuhalten. Ne? Aber wenn ich loslasse und sage, okay, es gibt Dinge, die kann ich so einfach nicht verändern, die muss ich einfach so annehmen. Und dann passiert irgendwie so was Öffnendes, ja, und dann kommt man auch vielleicht auch sogar auf andere Ideen nochmal und kann aus solchen blöden Geschichten auch was Gutes erwachsen lassen. Und da komme ich jetzt zu meiner Hospizarbeit. Ich habe einfach dann auch irgendwann festgestellt, dass durch dieses Leid, was ich selber irgendwie wiederkehrend über Jahre so hatte mit meiner Körperlichkeit, was natürlich auch mitunter mir auf die Psyche geschlagen ist, weil wir sind ja mehr als Körper, ne? Wir sind ja Körper, Geist und Seele, und dadurch, dass ich das so erfahren habe, habe ich natürlich auch nochmal ein Verständnis für Menschen, die eben auch auf die Art körperliche Leiden haben oder ja, dann eben auch mit diesen Selbstzweifeln, ne? Und das hilft mir in meiner Arbeit einfach auch, ne, empathisch reagieren zu können. War das für dich ein Grund, in den Hospizbereich zu gehen? Dass du selbst Erfahrung hattest damit, du hast vorhin mal so im Vorgespräch gesagt, so dieses Wort hilflos, ja, so hilflos zu sein dem eigenen Körper gegenüber irgendwie? Nee, tatsächlich nicht. Also, dass ich in die Hospizarbeit gehe, war tatsächlich gar keine bewusste Entscheidung. Das kam eher zu mir, weil ich war vorher in der Kinder- und Jugendarbeit, also in einer Inobhutnahmestelle für Kinder und Jugendliche, habe ich gearbeitet. Und kurz vor Corona oder mit Anfang Corona habe ich mich da aber rausgezogen, weil ich dann gedacht habe, so, nee, jetzt sind erstmal meine eigenen Kinder dran irgendwie.
Und dann war ich tatsächlich nur noch Journalistin. Also dann war ich damit so unterwegs. Okay. Und das war für mich auch lange Zeit erstmal so völlig in Ordnung. Und dann habe ich gedacht, es erfüllt mich auch sehr. Vielleicht ist es dann für mich gar kein Sozialberuf irgendwie. Und dann war ich, wir haben hier bei uns ein zweites Hospizhaus eröffnet. Und da war dann der erste Spatenstich und da wurde ich hingeschickt als Journalistin. Ah, okay. Und da kam ich dann mit dem Geschäftsführer ins Gespräch und dann hat er mich, weiß nicht, 2 oder 3 Wochen später angerufen und hat gefragt, ob ich mich nicht bei denen bewerben möchte. Okay, interessant. So führt der eine Beruf zum anderen. Ja, genau. Und dann, ich habe mich erst habe ich gesagt, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Und dann habe ich gefragt, ob ich mal einen Tag hospitieren darf. Und da habe ich festgestellt bei der Hospitation, dass ich eine völlig falsche Vorstellung von so einem Hospizhaus hatte. Und dann hat mich das nicht mehr losgelassen, die Atmosphäre, die ich da so erfahren habe. Und ich wette, diese falsche Vorstellung haben wahrscheinlich auch viele andere. Von da können wir da vielleicht direkt auch mal ein bisschen aufklären. Also vorweg nochmal, wir haben in der letzten Folge hier gerade zu Gast gehabt auch eine Psychoonkologin und wir haben kurz auch über das Thema Palliativmedizin gesprochen. Das einfach nochmal im Rückgriff. Also da haben wir geklärt, Palliativmedizin heißt noch nicht unbedingt, es geht Richtung Sterben. Mhm. Es heißt einfach nur, es wird nicht mehr kurativ gearbeitet, nicht mehr mit dem Ziel, die Krankheit loszuwerden. Jetzt heute mit dem Thema Hospiz sind wir einen Schritt weiter, oder? Hospiz bedeutet schon, da geht es in Richtung Sterben. Genau, also Hospiz bedeutet, da geht es in Richtung Sterben, wobei wir auch immer wieder tatsächlich Menschen haben, die das Hospizhaus auch wieder verlassen. Okay, das gibt's schon. Das gibt's schon, ja. Hm. Vorurteile. Bist du jetzt immer ganz traurig, Sabrina? Nein, überhaupt nicht. Also ich hatte noch nie eine Arbeitsstelle, wo ich so viel gelacht habe. Mhm. Und wo es einfach so viel Lebendigkeit gab. Das glaubt man immer gar nicht, aber das erfährt man recht schnell, wenn man in so ein Hospizhaus kommt. Und ich kann auch jedem nur empfehlen, sich einfach mal in ein Hospizhaus zu begeben. Die Häuser sind in der Regel alle recht offen. Wir sind ja regional und überregional auch miteinander vernetzt. Und wir möchten ja auch das Sterben in die Mitte der Gesellschaft tragen. Und da ist einfach eine totale Offenheit. Jeder, der sich so ein Hospizhaus von innen einmal anschauen möchte, ist herzlich willkommen und kann dann einen Kaffee trinken und einfach mit den Mitarbeitenden vor Ort ins Gespräch kommen. Okay, das geht. Also wirklich einfach mal Google, wo ist das nächste Hospiz? Und dann melde ich mich mal und sage, ich würde einfach gerne mal vorbeikommen und eure Arbeit kennenlernen. Auf jeden Fall, genau. Das ist sehr erwünscht und das soll auch so sein, weil wie gesagt, wir wollen das Sterben zurück in die Gesellschaft holen. Das klingt jetzt, glaube ich, für viele unangenehm. Ja, es ist natürlich ein Thema, was man eher so von sich weiß, ne? So das eigene Ende oder einfach auch anzuerkennen, dass das Leben endlich ist. Das fällt natürlich schon nicht so leicht. Mhm. Das möchte also, man ja am liebsten weit von sich schieben, ne? Das, und sterben tun ja auch sowieso nur alte Leute, ne? So ganz alte Leute. Schön wär's, ja. Ja, genau. Also so das Sterben lieber mal auszusperren, so aus der eigenen Lebenswelt, ist, glaube ich, ein Impuls, den, glaube ich, viele ganz gut nachvollziehen können, ja. Okay, und ihr wollt's aber zurückbringen in die Gesellschaft, was ja auch vor allen Dingen bedeutet, gerade auch die Sterbenden zurückbringen. Ja, also dass die nicht irgendwie wie abgeschoben irgendwo sind, sondern dass auch die in Gesellschaft sein können, oder? Genau, auf jeden Fall. Also dass zum einen, dass natürlich auch ein Mensch mit einer lebensverkürzenden Diagnose trotzdem auch noch Teil der Gesellschaft ist, ja. Und auf der anderen Seite auch vorher schon mit dem Thema Sterben, Tod und Trauer auch einfach in Berührung kommen. Das hilft dann ungemein, auch wenn man dann mal im eigenen Umfeld, und das passiert ja zwangsläufig jedem, wenn man dann mal mit dem Thema in Berührung kommt. Wir haben jetzt zum Beispiel Letzte-Hilfe-Kurse, die wir anbieten. Und da haben wir einen richtigen Run auf diese Kurse, was uns unglaublich freut, weil da bekommen die Teilnehmenden tatsächlich so Handwerkszeug an die Hand,
wo sie dann auch ja irgendwie befähigt werden, da auch diesen Weg mitzugehen. Und das verschafft Sicherheit. Also nicht erste Hilfe, sondern letzte Hilfe, wirklich für die letzte Lebensphase im Grunde, ja. Genau. Mit der Idee, auch sterben ist auch ein Teil des Lebens, ja, deshalb auch Lebensphase. Das waren jetzt meine Worte, aber so denke ich, wirst du es auch sehen. Absolut, ja. Welche Vorurteile hattest du damals noch, bevor du in dieses Hospiz gegangen bist? Ja, dass das immer alles ganz traurig ist, dass es irgendwie so ein trauriger Ort ist. Ich hatte für mich auch so das Vorurteil, boah, das kann ich nicht, weil die Arbeit in Obhutnahmestelle, das war schon auch mitunter sehr fordernd und stellenweise auch sehr emotional. Und die Hospizarbeit bringt doch aber auch irgendwie nochmal einen anderen Aspekt mit, weil man wird ja tagtäglich mit der eigenen Endlichkeit konfrontiert. Ne? Wenn andere sterben, wird man natürlich auch daran erinnert, so, ja, du bist ja auch irgendwann dann dran. Mhm. Ne? Dieses Vorurteil hatte ich mir selbst irgendwie gegenüber, dass ich dachte, das kann ich nicht. Ja, das waren eigentlich so die beiden Dinge. Okay. Und du hast aber gemerkt, irgendwie kannst du es doch. Ja, tatsächlich. Nach dem Hospitieren hat mich das ja, wie gesagt, nicht mehr losgelassen von der Atmosphäre. Und dann habe ich mich ja tatsächlich auch beworben. Und jetzt arbeite ich auch schon zweieinhalb Jahre dort. Und ich kann mir keine andere Arbeit vorstellen. Okay, wow. Also du gehst gerne zur Arbeit, höre ich daraus. Sehr gerne sogar. Sehr gerne, ja, wirklich sehr gerne. Wir sind auch ein super, super Team. Und das trägt sich einfach auch so untereinander. Ne? Und wenn wir irgendwie von besonders berührenden Momenten uns austauschen, dann weiß jeder, wovon wir sprechen. Also es schafft auch einfach nochmal eine besondere Verbindung unter den Mitarbeitern. Für mich zieht es sich auch durch, immer dann, wenn ich Kontakt habe zu Menschen, die im Hospiz arbeiten. Das sind eigentlich so ziemlich alles lebensfrohe Menschen. Ja, also ich habe selbst 2012 mal einen Hospizhelferkurs für Ehrenamtler gemacht bei der Caritas in Wuppertal. Mhm. Und auch da meine Ausbilderinnen und so weiter. Also die haben schon das Leben in vollen Zügen genossen, viel gelacht. So die eine sagte so, hey, ich kenne die besten Witze, ich kenne auch die schmutzigsten Witze und so weiter. Ne? Ja. Und das scheint wirklich sich durchzuziehen. Und dann hast du auch wahrscheinlich entsprechend auch Kolleginnen und Kollegen, die auch das Leben lieben. Auf jeden Fall. Das ist schon irgendwo paradox, ne? Das scheint irgendwie so total ins Gegenteil dann so zu schlagen. Also ich muss auch sagen, im Angesicht des eigenen Ableben müssens, ja, also dadurch, dass man das so permanent vor Augen hat, sind viele Dinge auch irgendwie gar nicht mehr so relevant. Also eigentlich lebt es sich im Angesicht des eigenen Todes sogar ein bisschen entspannter, weil man weiß so, ja, das eine oder andere ist vielleicht auch wirklich gar nicht so den Ärger wert oder irgendwie, dass man sich darüber jetzt Sorgen machen sollte. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich mir gar keine Sorgen mehr mache. Das ist auf gar keinen Fall so. Ich habe natürlich auch so meine Sorgen als Mutter und als Mensch generell, aber ja, vieles relativiert sich einfach auch dadurch. Also es klingt so in die Richtung von, es ist leichter, kleine Dinge auch kleine Dinge sein zu lassen und die nicht überzugewichten. Ja, das kann man so sagen. Das ist schön. Mhm. Okay. Bevor wir noch ein bisschen mehr einsteigen, sag uns noch mal allgemein, also es gibt vielleicht eine Grundidee, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, aber was ist eigentlich ein Hospiz? Wie kann man da auch rankommen oder reinkommen? Was sollte man so an Basiswissen mal darüber vielleicht haben? Also Hospiz erstmal zur Bedeutung. Hospiz kommt aus dem Lateinischen hospitium und bedeutet Herberge, Gastfreundschaft. Und das kommt tatsächlich aus dem Mittelalter, wo so Unterkünfte für Pilger so genannt wurden. Das waren Hospize. Aha. Und das finde ich eigentlich auch so von der Symbolik, also so übertragen, ganz schön.
weil wir alle sind ja irgendwie so auf unserer Pilgerreise des Lebens. Und ja, das Hospiz ist eben eine Station. Von daher passt das irgendwie so ganz gut, diese Analogie. Okay. Sprecht ihr dann auch, also ich schaue immer ganz gern auch mal, was gibt so in sozialen Medien rund um Themen, die wir hier im Podcast besprechen. Und ich habe einen Beitrag auch gefunden, wo gesagt worden ist, also wir sprechen hier im Hospiz nicht von Patientinnen oder Patienten, sondern wir sprechen von Gästen. Ist es bei euch auch so? Ja, das ist bei uns auch so. Genau, okay. Wir haben keine Patienten, weil das würde ja den Menschen auch wieder auf seine Krankheit reduzieren. Mhm. Wir haben Gäste, die bei uns sind. Okay, das ist wirklich ein Unterschied auch zum Krankenhaus zum Beispiel, wo man zwar sagen kann, okay, Hospital oder so, also wie man es im Französischen und Italienischen noch findet, aus dem Lateinischen ist auch so dieses Gast, ne, von Hospice und so im Lateinischen. Aber trotzdem eine andere Geschichte. Da geht es wirklich um Krankheit. Und im Hospiz geht es darum, die letzte Phase des Lebens gut zu leben. Genau. Es geht um Lebensqualität und es geht auch einfach darum, orientiert an den Bedürfnissen des Gastes zu handeln. Und palliativ bedeutet ja auch ummanteln, ne? Also ummantelt sein, behütet sein. Und das ist im Grunde genommen das, was wir im Hospizhaus machen. Okay, das heißt, wenn ich das gerade nochmal aufgreife mit diesem Stichwort palliativ, dann könnte man sagen, was im Hospiz passiert, das ist auch palliativ. Aber nicht alles, was irgendwo palliativ auf einer Palliativstation ist, führt auch ins Hospiz. Genau, aber es braucht eine sogenannte SAPV-Verordnung, um in ein Hospizhaus kommen zu können. Also es braucht eine Verordnung des Hausarztes oder des behandelnden Arztes, um im Hospiz aufgenommen werden zu können. Okay, also ich kann mich nicht einfach so anmelden, sondern ich muss wirklich, hat ja auch Sinn, ärztlich da eine Einschätzung bekommen und diese Verordnung SAPV. Ich kann, darf, wie auch immer, jetzt ins Hospiz. Genau, und das SAPV steht für spezialisierte ambulante Palliativversorgung, ja. Mhm. Und das machen wir ja auch. Also das Hospiz kommt ja auch nach Hause. Und wir versuchen auch, Menschen, die im häuslichen Umfeld sterben möchten, das zu ermöglichen. Und dafür braucht es eben dann auch diese Verordnung, dass wir mit unserem Palliativteam dann eben diese häusliche Versorgung auch mit gewährleisten können. Mhm. Umfragen zufolge möchten die meisten Menschen, also wenn man die Frage stellt, wo möchtet ihr sterben, dann sagen die meisten Menschen zu Hause. Und das ist aber tatsächlich in der Praxis ja der viel seltenere Fall. Also wirklich viele Menschen sterben tatsächlich auch im Krankenhaus zum Beispiel. Und was ihr in der Hospizarbeit macht, ihr versucht eigentlich, wenn es eben im ursprünglichen Zuhause nicht mehr geht, dann zeitlich begrenzt ein neues Zuhause zu geben. Genau, so ist es. Also wir versuchen tatsächlich diesen Wunsch auch irgendwie möglich mitzumachen, ja, wobei dann auch im Verlauf manche Angehörigen einfach merken, sie kommen an ihre Grenzen und das ist dann auch in Ordnung. Also das finde ich auch immer ganz wichtig zu sagen, wenn man irgendwann mal abgesprochen hat, ne, wir pflegen uns gegenseitig bis zum Tod zu Hause und man dann aber an Grenzen stößt, dann entsteht da manchmal ein unglaublicher Druck bei den Angehörigen. Und dann auch einfach zu sagen, so okay, da müssen wir jetzt einfach nochmal neu gucken und vielleicht auch nochmal neu drüber sprechen. Sowas ist ja keine Entscheidung, die dann so bleiben muss, ne? Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man sich vielleicht vorher auch schon mal mit dem Thema auseinandersetzt, vielleicht vorher auch schon mal gemeinsam so ein Hospizhaus besucht hat, um diese Möglichkeit einfach auch im Hintergrund zu haben. Ne? Viele Angehörige wollen dann alles Menschenmögliche tun und sind dann so mit der Pflege und Umsorgung ihres Liebsten beschäftigt, dass
da natürlich dann auch so dieses Zwischenmenschliche drunter leidet. Und oftmals beobachten wir, wenn dann Menschen ins Hospiz kommen, dass dann die Angehörigen wieder eine andere Rolle bekommen. Ne? Die werden dann vom Pfleger oder von der Pflegerin dann wieder zum Lebenspartner zum Beispiel. Okay, das ist wirklich eine sehr spannende und wichtige Information, glaube ich. Ja? Also ich würde auch sagen, ich glaube, ganz viele Menschen unterschätzen das, was das heißt, jemanden zu pflegen, zu Hause zu pflegen. So schön und ehrenwert das ist und wenn das gelingt, wunderbar. Aber es ist auch zum Beispiel unter Menschen, die Burnout bekommen, sind gar nicht so wenige, die auch Angehörige gepflegt haben. Ja? Das ist wirklich sehr, sehr fordernd. Und da braucht sich, denke ich, niemand zu schämen, wenn er irgendwann merkt, ich schaffe es einfach nicht mehr. Genau, und man kann den Abschied auch nochmal ganz anders gestalten, wenn diese Pflege jemand anders übernimmt. Und das, was wir im Hospizhaus auch wirklich versuchen, ist, dass wir die Wünsche und Bedürfnisse des Sterbenden und auch der Angehörigen versuchen irgendwie zu realisieren. Sei es mit, ne, es gibt ja sowas wie den Wünschewagen zum Beispiel, oder sei es auch einfach nur ein weiterer Essenswunsch. Ja. Mhm. Was ist der Wünschewagen? Das wird angeboten von den Maltesern oder Johannitern oder auch manchmal von so Privatorganisationen, die dann auf uns zukommen, so auf Hospizhäuser und sagen, hey, ne, wenn ihr irgendwie Gäste bei euch habt, die nochmal an die See wollen oder die, letztens hatten wir jemanden, der war so ein Modellbauer, der hatte so eine Modelleisenbahn bei sich im Keller, so als Hobby, und der wollte gerne mal nach Hamburg in dieses Miniaturmuseum. Ah ja. Und dann wird versucht, das über den Wünschewagen möglich zu machen. Okay. Ah ja, verstehe. Gut. Und es geht wirklich darum, also das, was möglich ist, ist möglich zu machen. Sag mir mal, ich habe ein Reel zum Beispiel gesehen, da hat jemand gesagt, ich bin Hospizpfleger war es, glaube ich. Wenn du mich morgens fragst, kann ich bitte ein Eis haben, dann sage ich lediglich, okay, welche Sorte? Ist das so in die Richtung? Ja, absolut. Mhm. Also es ist sehr orientiert an den Bedürfnissen. Und man merkt auch, wie sehr Menschen aufblühen und wie sehr diese emotionale Zuwendung auch gut tut. Ich würde mir ja tatsächlich wünschen, dass diese hospizliche Haltung auch mehr in unsere Gesellschaft einzieht. Also gar nicht erst am Lebensende, sondern dass wir auch tatsächlich so miteinander umgehen, auch ohne, dass wir krank sind, ne? Dass wir die Bedürfnisse anderer achten. Also da, ich habe unglaublich viel gelernt in der Hospizarbeit. Ich habe dann im Nachgang manches Mal gedacht, mein Gott, wie übergriffig ich teilweise auch als Mutter meinen Kindern zum Beispiel gegenüber war, weil ich denen irgendwas abgenommen habe, was die so ein bisschen ja aus ihrer Selbstwirksamkeit irgendwie rausgebracht hat. Ne? Also wir übernehmen so oft Verantwortung irgendwo für andere, was ja auch irgendwo schön ist, aber oftmals sind es unsere eigenen Bedürfnisse, die wir da stillen. Ganz großes Thema ist zum Beispiel auch Essen und Trinken am Lebensende. Mhm. Angehörige wollen bis zum Schluss, dass ihre Schwersterkrankten Liebsten essen und trinken, ja. Und wir versuchen dann häufig auch mit denen ins Gespräch zu gehen und zu sagen, okay, das ist in Ordnung, wenn er das Essen verweigert, ne, weil das ist ja für den Körper dann auch belastend, gerade in der Sterbephase, und ist es auch sein gutes Recht, ne? Man darf Essen und Trinken verweigern. Und der Mensch stirbt nicht, weil er nicht isst und trinkt, sondern er isst und trinkt nicht, weil er stirbt. Und das ist zum Beispiel etwas, wo man auch ganz klar, das ist natürlich für Angehörige sehr schwer, weil niemand möchte, dass sein Partner verhungert, ja, oder verdurstet. Aber es ist wirklich so ein Punkt auch, wo man sagen kann, wir lassen die Menschen auch in Würde sein, und Würde bedeutet auch loszulassen und auch anzunehmen, wenn dieser Mensch sich dazu entscheidet, nicht mehr zu essen. Okay.
Und also gerade so dieses auch selbst bestimmen können, auch möglichst lange selbst bestimmen zu können, das ist ein wichtiges Thema. Ja. Auf jeden Fall, genau. Und natürlich ist das beängstigend, wenn man das so nicht weiß, ne? Also natürlich ist das erstmal eine Sache, die man schwer aushalten kann. Aber es geht auch in der Hospizarbeit wirklich nicht darum, so seine eigenen Bedürfnisse da irgendwie, ne, so, oder seine eigenen Vorstellungen, wie es laufen muss, sondern es geht wirklich darum, hineinzuspüren und zuzuhören, was braucht denn mein Gegenüber? Ne, was möchte er denn? Was sind denn seine Bedürfnisse? Die Menschen, die zu euch ins Hospiz kommen, haben die schon ihre Diagnose oder ihre Perspektive angenommen? Hadern die noch? Wahrscheinlich kann man das gar nicht so allgemein sagen, ne? Also ich habe mir aus unserem Vorkontakten habe ich mir so einen schönen Satz von dir notiert, so wo du zu einigen Fragen gesagt hast, okay, da fällt mir schon einiges zu ein, aber es gibt keine Schablone, denn jedes Sterben ist so einzigartig wie der Mensch, der diese Phase seines Lebens durchlebt. Aber vielleicht kannst du trotzdem sagen, wie ist es so, Menschen, die zu euch kommen, wie viel hadern die noch, wie viel haben die schon angenommen, was begleitest du da an Themen? Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass das viel auch mit dem sozialen Umfeld zu tun hat, wie sehr ein Mensch seine Situation auch so annehmen kann. Aber auch da gibt es einfach auch, also Sterben ist einfach so ein individueller Prozess und die Anzeichen sind unterschiedlich und variieren und die Ausprägungen und auch wie ein Mensch das alles für sich erlebt. Und da gibt es tatsächlich kein so ist es, ne? Oder aber das ist tatsächlich. Also ja, so dieses soziale Umfeld, das spielt, denke ich, eine sehr große Rolle. Und wie viel unaufgelöst es ist. Es ist ja am Lebensende schon so, dass dann auch nochmal Themen hochkommen, die man irgendwie für sich nie so richtig aufgelöst hat, ja. Es ist ja schon irgendwie so ein, ja, vielleicht auch eine Rückschau oder so eine Bilanz, die man zieht, ne? Und da gibt es Menschen, die haben unglaublichen Frieden und die sagen, das reicht mir jetzt irgendwie auch, ne? Das ist auch völlig in Ordnung und ich gehe da mit so einem Frieden. Und da sind wir wieder bei diesem Widerstand, ne? Und dann gibt es auch Menschen, die wollen einfach nicht. Die gehen da so in Widerstand und die können sich da schwer mit abfinden, dass es jetzt auch zu Ende oder dass der Weg hier auf Erden zumindest zu Ende sein soll. Du hast dieses soziale Umfeld betont. Vielleicht kannst du uns da noch was zu sagen. Das ist ja für die Angehörigen interessant. Was unterscheidet denn ein Umfeld, das wirklich hilft oder wo du jetzt sagst, das macht den Unterschied von einem sozialen Umfeld, das gar nicht so hilfreich ist? Ja, auch das ist wieder so eine individuelle Geschichte, weil manche haben ein höheres Ruhebedürfnis zum Beispiel und da sind so ja viele Besuche dann auch eher vielleicht irgendwann sogar störend. Andere, die eben dann nicht über so viele An- und Zugehörige verfügen, also die nicht so ein großes soziales Netz haben, denen macht die Einsamkeit dann auch sehr zu schaffen. Da sind wir dann auch sehr, sehr dankbar für die vielen total wertvollen Ehrenamtlichen, auf deren Fundament wir ja eigentlich auch stehen, ne? Also die Hospizbewegung, die Hospizarbeit ist ja auch durch Ehrenamt damals initiiert worden. Wir hauptamtlichen Mitarbeitenden, wir kamen ja tatsächlich erst später. Uns gibt es ja nur, weil es die Ehrenamtlichen zuerst gab. Und die sind da wirklich ein ganz, ganz großer Punkt einfach in der Hospizarbeit, weil die genau diese Lücke auch mitunter füllen, ne? Wenn wir Menschen aufnehmen, die nicht über so Angehörige verfügen, dass die dann von unseren Ehrenamtlichen auch begleitet werden.
Was du sagtest, was es auch schwierig macht, also was es wirklich schwierig macht, wenn so komplexe Familiensituationen unaufgelöst sind. Wenn es zum Beispiel da Kinder gibt, wo kein Kontakt mehr besteht, ja, oder ein Bruder, mit dem man sich verstritten hat. Manchmal löst sich das gerade am Lebensende dann nochmal auf, weil es dann einfach auch nochmal ein Umdenken gibt oder weil da das dann nochmal gelöst werden kann in einer Begegnung. Manchmal eben auch nicht. Und das finde ich persönlich dann auch manchmal sehr schwer auszuhalten. Das ist so ein bisschen mein Thema. Mhm. Weil es ist ja immer schön, wenn auch, wenn es so Verbindung gibt innerhalb der Familie und wenn es dann irgendwie vielleicht auch nochmal zu einer Aussprache kommt oder so. Aber wenn so das ungelöst bleibt, das finde ich manchmal sehr, sehr schwierig. Okay, wenn es irgendwie dann auch am Ende des Lebens kein Verzeihen mehr geben kann und kein Aufeinanderzugehen irgendwie. Genau. Zum sozialen Umfeld habe ich jetzt mal wie folgt verstanden. Erstens, überhaupt, dass es ein soziales Umfeld gibt, macht schon mal viel aus. Ja, so ansonsten gibt es die Ehrenamtlerinnen, Ehrenamtler, die einiges auffangen, aber überhaupt, dass es ein soziales Umfeld gibt, das hilft schon mal. Und dann Häufigkeit der Besuche und so weiter, dass sich das auch an den Bedürfnissen desjenigen oder derjenigen orientiert, wer gerade im Sterben liegt, ja. Oder ich weiß nicht, ob man das sofort schon sagen kann, manche sind ja auch längere Zeit bei euch, oder? Es kommt ja jetzt nicht jemand zu euch und stirbt direkt nach 3 Wochen. Aber jedenfalls, das sind mal die Punkte, die kann man, glaube ich, mitnehmen fürs soziale Umfeld, ja. Also auch, manches ist vielleicht gut gemeint, aber es gibt auch ein zu viel an Besuch, hast du gesagt. Ja. Okay. Was für dich ein wichtiger Punkt ist, wo du auch gern drüber sprechen möchtest, ist so dieses, die Hilflosigkeit, die man erlebt. Also die man sowohl erlebt, wenn man die Diagnose bekommt vielleicht oder wenn man sich eingestehen muss irgendwann, okay, anscheinend geht es jetzt wirklich aufs Sterben zu, aber auch die Hilflosigkeit, die Angehörige auch erleben, die ja auch an der Situation an sich jetzt erstmal nichts mehr verändern können. Was kannst du da sagen aus deiner Erfahrung? Was hilft im Umgang mit der Hilflosigkeit? Also was hilft, ist, denke ich, informiert zu sein, weil vieles wirkt ja beängstigend auf uns, weil wir es nicht einordnen können. Und da komme ich jetzt nochmal auf diese Letzte-Hilfe-Kurse, die ich schon angesprochen habe. Das ist wirklich nochmal so etwas, was einem dabei hilft, Dinge auch einordnen zu können, weil bei diesen Letzte-Hilfe-Kursen wird genau darauf auch eingegangen, was passiert denn eigentlich, wenn ein Mensch stirbt. Und dann kann man da drin in dem Ganzen auch so seine Rolle finden. Dieser Hilflosigkeit wollen viele dann auch darin begegnen, dass sie irgendetwas tun, irgendetwas Handfestes, ne? Also dass sie zum Beispiel dann den Menschen bis zur eigenen Erschöpfungsgrenze pflegen. Aber da gibt es noch so viel mehr. Also gerade davon habe ich ja vorhin auch gesprochen, gerade wenn der Sterbende dann im Hospiz ist, heißt es ja nicht, dass man gar nichts mehr machen kann. Es gibt noch so vieles, was man dann beim Besuch auch einfach tun kann. Zum Beispiel Haare waschen. Ja. Man kann wirklich sagen, hey, ne, ich übernehme das hier und das, da entstehen dann auch ganz schöne, innige Berührungen und Situationen. Ich erinnere mich dran, eine Kollegin damals, die hatte zum Beispiel dann für jemanden, der nur noch an die Decke schauen konnte, hat die so ein Gerät geholt, was an der Decke im Grunde so Sterne hat es projiziert, die sich dann bewegt haben und so weiter. Oder es gibt auch so kleine Geräte, im Grunde Sprühfläschchen, wo man, wenn jemand nur noch durch den Mund atmen kann und auch nicht mehr selber so richtig trinken kann, der Mund- oder Rachenbereich wird trocken, ne? Wo man da auch Flüssigkeit hinsprühen kann. Und das kann durchaus, wenn jemand gern Bier getrunken hat, kann das auch ein Bier sein, wo man einfach so ein paar Tropfen immer wieder dahin sprüht oder sowas. Also da gibt es so verschiedene Dinge, wie man jemanden auch noch da mit kleinen, liebevollen Gesten begleiten kann. Genau, das, was du gerade angesprochen hast, ist die Mundpflege. Ne, und da gibt es eben, wie du sagtest, diese kleinen Sprühflaschen oder auch so Mundpflegestäbchen, die man dann in Flüssigkeiten eintauchen kann, wo man weiß, die mag dieser Mensch. Und
Das sind wirklich Sachen, die die Angehörigen tun können und die denen auch gut tun dann. Also beidseitig, ne? Und was mir aber auch nochmal ganz wichtig ist, nochmal zu sagen, es geht bei dieser Begleitung auch viel um Präsenz. Also die Cicely Saunders, das ist ja die Begründerin der Hospizarbeit, die hat immer ganz, ganz gerne so ein Psalm zitiert, der so ganz gut das Wesen der Hospizarbeit ausdrückt. Und zwar ist das ein Psalm aus der Bibel, das hatte Jesus gesagt im Angesicht seines Kreuzestodes zu seinen Jüngern. Da hat er seine Jünger gebeten, wachet mit mir. Und dieses wachet mit mir, das steht so als Fundament wirklich für die Hospizarbeit. Es geht um Präsenz, es geht um das Dasein. Wenn gewünscht, eine Hand halten, dann auch so dieses, den Atemrhythmus des Gegenübers annehmen und ja, Nähe vermitteln, so, und darüber auch so dieses gemeinsame Sein vermitteln, ne? Dass das der Mensch einfach auch nicht alleine ist. Wobei es auch häufig so ist, das ist so eine Angst von Angehörigen oder auch häufig so ein Schuldgefühlsding, wenn jemand gestorben ist, in Abwesenheit zum Beispiel des Partners, dann ist das Schuldgefühl manchmal so groß, wobei es ja auch so dieses Gefühl so, oh, ich habe ihn alleine gelassen, gerade im wichtigsten Moment war ich nicht da. Ne? Und dann auch so die Frage, warum bin ich nicht doch geblieben? Ne? Warum war ich nicht da? Die Sterbenden, die suchen sich das manchmal bewusst so aus. Ne? Also der Moment des Sterbens gehört dem Sterbenden. Und es ist sein Moment des Übergangs. Und manchmal wird es uns geschenkt, dabei zu sein. Und dadurch auch etwas von dieser anderen Welt zu erahnen. Und manchmal möchte der Mensch das aber auch für sich alleine tun, weil er dann einfach auch vielleicht besser loslassen kann. Okay, das finde ich einen total entlastenden Gedanken. Also das Dasein ist super wichtig. Das betonst du so, ne? Ich bin da, ich begleite, ich lasse dich nicht alleine, ja. Aber dennoch darf es das geben und heißt das nicht, dass ich jetzt was falsch gemacht habe, wenn jemand, der mir sehr nahe ist, stirbt, ohne dass ich dabei bin. Genau. Es ist dann auch, würde ich mal so sagen, eine Entscheidung des Sterbenden, dass er das für sich so entschieden hat. Er möchte das alleine tun. Kannst du bestätigen, also der Gehörsinn, der funktioniert ja noch sehr, sehr lange, dass auch Menschen, die vielleicht keine Reaktion mehr zeigen, aber vielleicht trotzdem noch mitbekommen, wenn ich was erzähle, wenn ich sage, wie der Alltag weitergeht, wie es den Freunden geht und so weiter, kann das Menschen gut tun, auch wenn sie nicht mehr reagieren können? Auf jeden Fall. Und häufig reagieren sie sogar auch noch mit so, mit kleinen Feinzeichen, sei es, dass die Atmung sich verändert oder so. Manchmal ist es auch an der Mimik erkennbar. Also wenn man genau hinschaut und beobachtet, dann kann man das schon auch erkennen, dass sich da was verändert und dass da eine Resonanz schon geschieht. Auf ganz kleiner, minimaler Ebene, aber das wird schon auch aufgenommen. Okay. Ich glaube, wir könnten jetzt noch jede Menge Tipps sammeln, fällt mir auf. Wir könnten noch relativ lange sprechen. Allerdings mit Blick auf die Uhr werden wir doch so langsam schließen. Deshalb vielleicht mal die Frage, wenn du dir nochmal vor Augen führst, worüber wir jetzt so gesprochen haben. Wir haben mal ursprünglich mal mit der Endometriose mal kurz angefangen, weil es halt einfach dein Buchthema auch ist, ja. Waren jetzt die meiste Zeit im Hospizbereich und haben so einige Aspekte beleuchtet. Gibt's was, wo du zum Abschluss sagen würdest, das möchtest du gerne nochmal mitnehmen? Das ist nochmal so eine Kernbotschaft von dir oder das möchtest du gerne nochmal ergänzen? Ja, bei der eigenen Erkrankung, also bei dieser Endometriose-Thematik, geht es ja schon auch sehr so um die Selbstfürsorge. Also
welche Beziehung habe ich eigentlich zu mir? Ne? Wie gehe ich mit mir um? Wie kann ich mich auch gut um mich und meine Bedürfnisse kümmern? Wo kann ich und muss ich auch Grenzen setzen? Bei der Hospizarbeit ist es eigentlich ähnlich, nur dass es dann häufig andere übernehmen ein Stück weit und auch übernehmen müssen, weil der Schwersterkrankte es alleine so eben nicht mehr kann. Aber es geht für mich da auch ja insgesamt einfach im Leben sehr stark um das Thema Beziehung. Wir sind auf Beziehung ausgelegt, ja, wir sind Beziehungswesen. Und Krankheit, so schwer wie das auch ist, ist auch die Chance, sich diese Beziehungen mal anzuschauen. Welche Beziehung habe ich eigentlich zu mir selbst? Wie sind meine Beziehungen zu anderen? Und vielleicht auch, wie ist meine Beziehung zu Gott? Ne? Das finde ich einfach ein ganz wichtiges Thema, sich mal über seine Beziehungen Gedanken zu machen. Und irgendwo führen uns diese Krankheiten, also diese Themen, Krankheit, Sterben, Tod, Trauer, die führen uns ja auch dahin, zu diesem Thema. Also im Grunde denke ich jetzt gerade wieder an den Satz, den du vorhin mal gesagt hast, so wie die Präsenz einfach auch von Sterben auch dazu führt, dass eben unwichtige Dinge auch wirklich unwichtiger bleiben und dass wichtige Dinge wichtiger sind, wie eben Beziehungen und wieder darauf zu kommen, dass eigentlich Beziehungen das ist, was doch unser Leben am allermeisten prägt. Das ist ja auch wissenschaftlich ziemlich klar, ja. Mhm. Also wirklich sozusagen die Einladung von dir, Krankheit in welcher Form auch immer, auch als ja in gewisser Weise als Chance zu nehmen und als Anstoß mal zu überprüfen, was ist in meinem Leben wirklich wichtig und da werde ich wahrscheinlich auf die Beziehungen kommen. Ja, auf jeden Fall. Okay. Dankeschön. Ja, ich danke dir. Also ich denke, so die ein oder anderen Impulse und Informationen waren auf jeden Fall heute dabei. Ist es auch deutlich geworden, also man könnte noch viel, viel mehr sprechen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Ganze nochmal irgendwann Thema wird hier im Podcast. Auf jeden Fall gibt es jetzt, wer noch nicht so die Idee hatte, ein bisschen Vorstellung vom Hospiz und vielleicht, ich hoffe doch sehr, ist es auch gelungen, dass Menschen, die gleichen Vorurteile hatten wie du vor der Begegnung mit dem Hospiz und ich hatte die bestimmt auch mal irgendwann, dass die schon mal ein bisschen aufgelockert werden konnten. Ich danke dir sehr. Ich werde natürlich unten drunter das, was wir so besprochen haben, teilweise auch verlinken. Dein Buch zum Beispiel. Und da gehst du ja auch durchaus einiges auf die psychologischen Aspekte ein. Aber wie gesagt, das hat jetzt erstmal mit Hospiz nichts zu tun. Also das hätten wir, glaube ich, jetzt nicht thematisch zusammengebunden, wenn nicht zufällig das in deiner Person halt beides zusammengebunden wäre, ja. Mhm. Okay, dann, liebe Hörer, ja? Ja, die letzten Hilfekurse, das wäre noch irgendwie ganz toll, wenn du die auch verlinken könntest, weil das liegt mir auch schon sehr am Herzen. Weil man da nochmal diese konkreten Dinge erfährt, wie, ne, was mache ich denn, wenn jemand Atemnot hat, Angst, Unruhe, Schmerzen oder so, oder was du vorhin schon gesagt hattest mit der Mundpflege. Das möchte ich einfach jedem ans Herz legen, diese Letzte-Hilfe-Kurse, da mal einen mitzumachen. Okay, gibt's das auch online? Das wird teilweise auch online angeboten, gibt es auch. Wenn man aber einen Präsenzkurs machen kann, würde ich auch das empfehlen. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Es sind ja viele auch körperlich, auch physische Aspekte. Ja. Ich kann mich erinnern, wie es für mich eine Erkenntnis war, dass ich, wenn ich jemandem so am Körper entlang streiche, dass etwas fühlt, dass ich stärker streichen darf, als ich mich damals eigentlich getraut habe. So, ja. Mhm. Solche Dinge vielleicht auch. Ich weiß jetzt nur noch nicht, was ich verlinken kann. Aber mal schauen. Auf jeden Fall ansonsten die Einladung, einfach in der Nähe mal danach zu suchen. Vielleicht verlinke ich auch die Google-Suche. Gucken wir mal. Vielleicht hast du auch noch einen Tipp für mich. Okay, gut.
Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und macht es gut. Bis dann. Ciao, ciao.